Der Thron gehörte mir! Was wisst ihr schon? Ich führe die Menschheit in eine neue Welt. Ihr tötet mich nicht! Kein Mensch kann mich töten! Request in Pace. Wir haben es. Das Kolosseum. Gehen wir. Es ist nicht allzu weit. Wartet, da war was mit dieser Tür. Ich habe keinen Griff gesehen. Lasst mich das checken. Super. Dann brauchen wir also eine Art futuristischen Schlüssel. Das ist ein verbal ausgelöster Mechanismus. Sowas habe ich noch nie gesehen. Also brauchen wir ein Passwort? Summe mal Beethovens Fünfte. Scheiß italienisches Stromnetz. Ezios Erinnerungen können wir schon mal nicht durchsuchen. Checkpoint. Wir müssen das Passwort finden. Ezio kennt die Antwort. Nur leider ist er tot. Unfassbar, dass wir hier festsitzen. Ja, aber ich weiß schon, wo ich... Ich glaube, ich habe da schon eine Ahnung, wo das Passwort ist. Ich wollte eigentlich nur mal zurück in den Animus. Ich will die Christina-Erinnerung, ich will die letzte Romulus-Rüstung. Und dann will ich das hier abschließen. Weil die Glyphen, die mache ich dann auch noch zum Schluss. Und dann gibt es noch die Vorlesung. Dann haben wir Brotherhood eigentlich fertig. Hey, vielleicht hat das hiermit zu tun. Dasselbe Symbol wie auf der Tür zum Gewölbe. 1419, 1420 und 21. Und wenn es keine Daten sind? 1419, 1420. Oh mein Gott! Was? Gott! Sprich dich aus! Ja, hallo, tue ich doch. Das Tetragramm. Die 72 Namen Gottes. Seht ihr? Sie werden in drei Versen überliefert. Exodus 19 bis 21. Und, das wird euch gefallen, werden die vier hebräischen Zeichen von Gottes Namen in einem gleichseitigen Dreieck angeordnet, ergeben ihre Zahlenwerte die Zahl der Namen. 72. Bist du dir da auch absolut sicher? Was meinst du, warum ich es laut sage, Rebecca? Hä? Aber das Beste kommt ja noch. Der Bau des Kolosseums begann... im Jahr 72. Wir haben unser Passwort. Sean, hol den Van. Déjà-vu. Schon klar. Gehen wir. Hey, 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 und was ist mit uns? Ihr könntet da unten einen Historiker brauchen. Das stimmt. Der Tunnel sollte unter das Kapitol führen. Wir suchen einen anderen Eingang. Vorsichtig, Desmond. Ich fahre. Ha, ja, netter Versuch. Ich kenne dein Auto. Checkpoint. Ja, so wie es aussieht, werde ich das hier jetzt beenden und dann muss ich dann mit der Christina und die Romulus-Rüstung noch machen. Ach, das ärgert mich.
Hätte ich das gleich anders darum gemacht. Müsste ich jetzt nicht hier so eine Rumschnibbelei dann später machen. Lucy, ich bin gleich beim Eingang. Okay, gut. Wenn du da unten Gladiatoren siehst, nimm die Beine in die Hand. Ha, 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 ha. Ich werd's mir merken. So ein Witzbold-Schorn, echt. Der Elektrokasten, der ist auch gut montiert hier. Warte. Komm ich da hoch? Wow, ich werde wirklich den Apfel anfassen. Es war ein langer Weg. Du hast es dir verdient. Ich frage mich, ob er etwas ändert. Ob er die Lage zu unseren Gunsten verbessern kann. Oh, das wird er sicher. Das muss er. Na, da bin ich mal gespannt. Der Desmond, der kann nicht diesen Hochsprung da machen. So, und jetzt. Hopp. Jetzt. Ja, den Kletterhandschuh. Was werden wir finden? Eine Karte der Tempel, hoffe ich. Der Apfel wird sie uns einfach geben, oder wie? Ja? Oh, ist das Elvis da drüben? Vielleicht haben wir ja mal Glück. Moment. Das war nicht so gut. Da muss ich hin. So, Moment. Müssen wir runter oder müssen wir hoch? Wir müssen da rum. So. Was für eine Anlage. Das ist das reinste Labyrinth. Im Hypogeum waren die Käfige der Gladiatoren und Apparate, die sie nach oben brachten. Die ganze Anlage, in der du gerade bist, befand sich unterhalb der Arena. Okay. Gut zu wissen. Okay. Checkpoint. Ah, du sollst da rüber. Und jetzt da hinten hin. Ich drücke auch immer nach hinten. Ich muss aber eigentlich... das hier machen. So. So klappt's. So wird ein Schuh draus. Und hopp. Irgendwie ist das komisch. Heute ist der 10. Oktober. Und? Wie viele Tage noch bis zum Start des Tesla-Satelliten? Ich glaube, ich kenne die Antwort. 72. Warum ist heute so wichtig? Wir holen doch nur den Apfel und gehen wieder. Der Türcode. Jemand will ganz sicher gehen, dass wir es kapieren. Ja, schätze auch. Der 10. Oktober. Wisst ihr, was komisch ist? Heute ist auch Oktober. Ich wüsste gar nicht, was für Datum wir heute haben. Müsste ich mal kurz auf meinem Handy gucken. Moment, ich guck mal kurz auf meinem Handy. Na, wäre ja ein ziemlich krasser Zufall. Ich hoffe, man sieht das. Ob stellscharf. Weil hier steht 18 da drauf. Ich hoffe, man sieht das. Weil das ist der 18. Oktober. Na gut. Ich kann jetzt die Webcam nicht scharf stellen. Sonst müsste ich aus dem Spiel raus. Ah, schon interessanter, krasser Zufall. So, jetzt, wir sind hier. Oh.
Okay. Wo bin ich jetzt hier wieder gelandet? Na toll. Hat ja super geklappt. Halt, von da komme ich doch her. Ach, ja, wenn man wieder abgelenkt ist von allem möglichen Gedöns. Da unten, da ist nichts. Bingo. Okay, hier kenne ich mich wieder aus. Checkpoint. Ja, mach ich doch. Da haben wir ein Assassinen-Logo. Da ist was. Da hinten ist was. So, passiert jetzt was? Wir widmen diesen Ort dem Nachruf auf unser Ende. Möge ihn der finden, der seiner würdig ist. Möge er ihn führen. Möge er seinen Weg vorzeichnen. Möge er die Welt retten, die wir hinterließen. Wer sind Sie? Was ist los, Desmond? Nichts. Checkpoint. War das jetzt die Minerva oder war das die Genova? Ach, ich muss ja da oben lang. Ich blöd, Mann. Hey, der Metzger. So. Jetzt bitte mal darum. Der Converse Chucks an? Na, sah so aus. Flop. Am Anfang schrieben wir die Wahrheit auf Pergament, auf Stein, ins Gedächtnis der Menschen. Doch all dies war unbeständig. Geläutert durch Feuer, geläutert durch Dürre, geläutert durch Flut. Die ganze Welt ist wieder unschuldig. Unschuldig und unwissend. Okay. Da ist was und da ist auch noch was. Ich muss jetzt da irgendwie da hochkraxeln. Da kann man natürlich so nicht hoch, aber ich sehe da was. Da kommen wir da so hoch, genau. Hop. Hop, hop. Ach du Heilige. Keiner da. Ich komme. Das wurde auch Zeit. Wo sind wir hier? Santa Maria Aracoeli. Siehst du die Säulen entlang der Gänge? Sie stammen aus römischen Ruinen.
Nun, angeblich wurde diese Kirche auf einem alten Tempel der Juno erbaut. Aha. Schöne Decke. Du magst die Decke, Mann. Was für eine tolle Reisebegleitung du bist. Wo hat er gerade hingeschielt, der Desmond? Hier, die Kanzel, ja. Ich meine, ich bin zwar nicht so religiös, aber solche Bauten finde ich richtig geil. Sieht auch richtig krass aus hier. Ah, bla bla bla, meine Schäfchen. Da ist noch eine. Wohin jetzt? Da oben ist was. Was? Oh. Ach, da. Ah ja. Ich sehe den Herrn Auditore. Ach ja, wir bleiben einfach hier unten, oder? Und beten für irgendwas. Ah ja, nee, ist klar. So, wo fangen wir an? Checkpoint. Ja, ihr bleibt da unten, genau. Ich bin der hier rumkraxeln darf. So, warte, Moment. Jetzt muss ich da runter. So, jetzt. Hopp. Wir schufen sie nicht, um weise zu sein. Und nun sind sie unsere letzte, vergebliche Hoffnung. Ihr seid sie. Ihr besitzt das Potenzial zu verstehen. Doch zerstörtet die Instrumente. Oder setztet sie gegeneinander ein. Wir zerstörten, was wir konnten. Verbarben, was wir nicht konnten. Hier geht was auf. Viele. Nicht alle. Und es bedarf nicht vieler, um die Welt zu vernichten. Hier ist es sicher. Auf ewig. Ein Hort für Dinge. Worte. Weisheit. Aber nicht Leben. Fast hatten wir die Mittel. Aber Zeit... Zeit zerfraß uns. Wir können sie vertreiben. Wir können sie durchschauen. Links ausweichen, wenn sie rechts schlägt. Aber ihr Arm ist entsetzlich lang. Ihre Ausdauer unendlich. Wir können nicht entkommen. Nicht ewig. Jetzt kann ich eine ganze Knaddelradatsch-Nummer machen. Eieieiei. Also nochmal von vorne. Ich bin immer ein bisschen ruhig, lass die Juna oder Minerva oder wer auch immer das da jetzt ist. Ich blick da eh nie durch. Ich lass die mal so ein bisschen reden, dass die dann sie das auch noch so ein bisschen Info mitkriegt. So. Jetzt und ab. So. Ja, aber das funktioniert so nicht. An dem Bild kann ich mich auch nicht hochhangeln. Okay. Hat doch geklappt. Hier kommt. Hallo. Das steht nicht im Bauplan. Desmond, komm hier runter! Unterwegs. Ah. Krass. Hopp. Was immer das ist, es funktioniert nicht. Eine Sackgasse. Lass mal den Chef ran. Zeige ich dir, wie es geht. Da bin ich nicht so... Thank you.
Ja, wenn du uns umbringen willst, Kumpel, musst du dich schon ein kleines bisschen mehr anstrengen. Wir sind da. Und jetzt das Passwort. Falls Sean recht hat. Ich habe immer recht. Auch mit der Sackgasse? Habe ich nie gesagt, ein Missverständnis. Was das hier für Bauten sind? Alter Schwede. Und damit Wasser. Okay. Und wo? Ach, da oben. Glaubst du, es versteht Deutsch? Sag's einfach. Okay. 72. Hm. Nach dir. Ja, ich gehe ja schon voraus. Schon interessant hier mit der ganzen Beleuchtung. Das ist erstaunlich. Wow. Der Apfel ist wohl in der Mitte. Finden wir raus, wo diese Tempel sind. So, das heißt, ich muss jetzt hier erstmal wieder rumkraxeln. Leitest du vielleicht Strom zur zentralen Plattform? Oder du verwandelst den Raum in eine Untertasse, die mit uns allen davonfliegt. Überleg es dir. 100 Jahre könnte ich sprechen. Und ihr würdet uns nicht kennen. Hier mit 5 Sinnen. Hier mit 6. Einen verwerten wir euch. Zur Sicherheit. Jetzt könnt ihr nie wissen. Nur ahnen. Raten. Ihr könnt sehen, riechen, schmecken. Fühlen, hören, wissen, wie euch verwehren. Jetzt wissen wir wenigstens, warum wir nur 5 Sinne haben. So, Moment. Ich muss erstmal hier wieder gucken, dass ich hier den richtigen. Oh, es sind mehrere. Es sind mehrere hier. Danach, als es um die Welt geschehen war, wollten wir es durch das Blut weitergeben. Euch so an uns binden. Ihr seht den blauen Schimmer. Ihr hört die Worte. Aber ihr wisst nicht. Jetzt an den falschen Hebel kupst. Ja, scheint so. Scheint so, dass ich an den falschen Hebel gehopst bin. Ah, ein Depp. Muss mich hier mal wieder so ein kleines bisschen fokussiert konzentrieren. So, jetzt wieder da hoch, bitte. So. Ab, 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 ei. Schon eine geile Konstruktion hier, muss man ja mal sagen.
Jetzt ist er aggressiv. Jetzt ist er böse. Ja. Besser ist, du hättest uns so lassen sollen, genau. Siehst ja, was raus geworden ist. Wir bringen uns gegenseitig um. Es ist schwer zu verweilen. Wissen, so wie wir. Wir warten auf dich, Desmond. Du wirst kommen. Du wirst es aktivieren. Aber du weißt es erst, wenn es zu spät ist. Hast du das auch gemacht? Dann auf zum Apfel. Und wo sind die Tempel? Soll ich danach fragen? Oder daran denken oder so. Hast du die richtige Frage gestellt? Das kenne ich. Ich kenne das Symbol. Eine phrygische Münze. Sie steht für Freiheit. Und da, das Freimaurerauge. Die beiden kommen nur an einem Ort zusammen. Was ist los? Ich bin gelähmt. Deine DNA kommuniziert mit dem Apfel. Du hast ihn aktiviert. Lass mich gehen. Am 72. Tag vor dem Moment des Erwachens. Du, Frucht unserer Lenden und der Lenden unserer Feinde. Das Ende und der Anfang, den wir hassen und verehren. Nun beginnt die letzte Reise. Da ist eine, die dich durch das Tor begleiten wird. Du weißt nicht, wer sie ist. Das Kreuz verdunkelt den Horizont. Was soll das? Der Weg muss geöffnet werden. Du kannst deiner Rolle nicht entkommen. Es muss ausgeglichen sein. Aufhören! Du weißt sehr wenig. Wir müssen dich führen. Wehre dich nicht! Nein! Eigentlich will ich es nicht tun, aber ich muss es tun. Sorry, Lucy. Es ist getan. Der Weg liegt nun vor dir. Nur sie muss noch gefunden werden. Erwecke den Sechsten. Geh, allein. Und das war Assassin's Creed Brotherhood. Hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon so schnell durch habe. Natürlich, ich hoffe, dass ich die Christina-Erinnerung und die Romulus-Rüstung, dass ich die jetzt noch davor geschnitten habe, bevor ich die Cesare weggemacht habe. Natürlich, wir haben jetzt noch die Glyphen, die werde ich euch jetzt noch zeigen. Die hänge ich jetzt noch hin, jetzt hinter das Ende, wie ich es in Assassin's Creed 2 gemacht habe. Und was machen wir noch? Glyphen und die Vorlesung mache ich dann noch. Und dann ist Brotherhood beendet und wir machen dann mit Assassin's Creed Revelations weiter. Ja, nur schade, dass die Lucy jetzt tot ist. Ich fand sie eigentlich ganz nett. Ja gut, nichtsdestotrotz. Ich lasse die Credits hier durchlaufen.
Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr auch bei Revelations dann dabei seid. Er muss in die Maschine. Das ist deine einzige Chance. Der Animus hat das verursacht. Ich bin der Experte. Los jetzt! Nein. Ja. Jetzt lasse ich das hier noch durchlaufen, wünsche euch was und sag nur noch Adios.